Strike. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Strike, dem Zentralorgan für Stand-Up-Fighting und Backenballett. Es ist aktuell März und das Wetter gleicht einer Achterbahnfahrt. Eben noch Schnee, schon scheint die Sonne. Ja, und da haben wir doch gesagt, gestalten wir diese Ausgabe von Strike ähnlich abwechslungsreich. Schauen wir doch mal drauf. Wir schauen mit Tobi Gerold auf einen ganz besonderen Tag der Legenden. Unser Striker der Woche, Rinur Latifai, war im Einsatz in Rumänien. Und in der Rubrik Uwi unterhalten wir uns mit Malaika Hoddab über ihren Einsatz bei Hardcore Muay Thai. Also ein bunter Strauß von Frühblühen hier bei Strike. Und dann zögern wir auch nicht lang und stürzen uns direkt ins Vergnügen. Strike. Am besten startet man eine Folge Strike natürlich mit dem Talk of the Town, wenn es ihn denn gibt. Und aktuell haben wir sowas, so etwas, wo die ganze Szene sich so ein bisschen die Köpfe heiß redet. Und das wollen wir natürlich gleich als allererstes thematisieren. Und deswegen Spotlight mit Tobi Gerold jetzt. Strike. So, und wir bei Strike pflegen unsere Versprechen zu halten. Tada, da ist er. Tobi Gerold, ich grüße dich, lieber Tobi. Grüße in die Stadt des alten und neuen Meisters. Kleiner Schlenker in Richtung Fußball, das nehme ich kommentarlos zur Kenntnis. Ich habe es gerade angekündigt, wir wollen so über etwas reden, was in der Szene für Verwunderung, offene Münder etc. Gesorgt hat. Und zwar ging es konkret um eine Ankündigung eines Events. Und dass ein Event angekündigt hat, das ist jetzt keine absolute Rarität, ganz im Gegenteil. Auch in Zeiten von Corona gibt es immer mal wieder was. Aber es geht um ein ganz besonderes Event, die K1 Legends am 8. Mai 2021 in Lyon. Was genau verbirgt sich dahinter? Ja, wie es der Name schon sagt, K1 Legends, das heißt, es sind ein paar ehemalige Stars aus der Golden Era des K1 mit dabei. Die treten dann an gegen französische, belgische Kämpfer, die teilweise noch aktiv sind oder mal aktiv waren, auch mal so ein bisschen K1-Luft oder It's Showtime-Luft geschnuppert haben. Ja, und natürlich darf dann auch ein sogenannter Freakfight nicht fehlen. Welcher wäre das denn? Also Freakfight, es gibt ja some love it, some hate it. Gerade in Japan war das ja zu den Hochzeiten auch von K1 und Pride etc. immer mal wieder so ein Thema. Bis heute gibt es das auch bei Ryzen. Welcher konkret wäre es denn? Ja klar, der Kampf von Jérôme Labanère gegen B-52 Bombardier, der ja eigentlich Sergine Ousmane heißt und aus dem Senegal kommt. Wenn man danach mal googelt, sehr imposante Erscheinung, aber ich schiebe ihn mal so ein bisschen Richtung Bob Sepp, mit dem Unterschied, dass er vielleicht ein bisschen mehr Luft hat. Aber kämpferisch, also da darf man nichts erwarten. Aber das ist egal, die Leute freuen sich, wenn man Jérôme Labanère sieht. Und der geht hin, wo es weh tut. Und der ist immer, auch in seinem Alter, noch bereit für eine richtige Schlacht. Ja, du hast schon gesagt, imposante Erscheinung bei KSW 59, wenn wir diesen Schlenker zum MMA mal machen wollen, steht Bombardier auch im Cage gegen die polnische Legende Puchanowski. Durchaus mal reingucken, da bebt die Erde, wenn die Jungs kollidieren. Jetzt hast du schon mit Jérôme Labanère einen dieser absoluten Haudegen aus guten alten Zeiten thematisiert. Wer steht denn noch so gerüchteweise auf der Fightcard und haben wir auch einen Deutschen am Start? Also gerüchteweise steht nur auf der Fightcard, also das, was man mir gesagt hat, ich habe im Veranstalter gesprochen. Sollte noch Remy Bonjasky mit dabei sein, der ist aber leider nicht mit dabei. Einige werden es wissen, der hat ja noch Probleme mit seinen Augen. Wir haben noch dabei natürlich Mr. Perfect, Ernesto Host. Also mega, der Mann ist wirklich die Legende schlechthin. Natürlich den Dutch Lumberjack Peter Arz und natürlich einen Vertreter aus Deutschland. Und wer könnte das anderes sein als der Blitz aus Duisburg, Stefan Leko.
Der war ja zuletzt, ich glaube, 2019 im Einsatz bei King of Kings in Krefeld. Hatte dort eine Niederlage gegen Karl Stahl und hatte aber schon so ein bisschen anklingen lassen, dass er sich so nicht verabschieden möchte. In diesem Masters-Bereich, Legends-Bereich ist er natürlich einer, der da absolut hingehört. Wir haben jetzt ja aktuell auch mit Tyson gegen Jones etc. so ein bisschen so ein gewisses Momentum auch für diese Legendengeschichten, Exhibition-Bouts etc. Wie stehst du grundsätzlich auch zu dieser Idee der K1 Legends und, das ist ja ehrlicherweise die wichtigste Frage, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass dieses Event auch so stattfindet? Okay, wie stehe ich dazu? Ich vertrete die Meinung, Legenden sollten Legenden bleiben und es auch irgendwann ist auch mal gut. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, Peter Arz, der mit dabei ist, hat ja 2019 in Deutschland gekämpft, La Familia. Also die Leute haben ja zum Teil immer irgendwo noch gekämpft. Der eine mit einer bisschen längeren Pause, aber sie haben gekämpft. Generell muss man sagen, also ich persönlich muss sagen, Leute, lasst gut sein, weil klar ist es schön, die alten Jungs nochmal zu sehen, aber die haben halt nicht mehr das Feuer, den Speed, die Technik wie früher. Und da muss ich sagen, lass es lieber bleiben. Der Einzige, dem ich es noch am ehesten zutrauen würde, wäre Remy Bonjaskin. Der ist ja leider nicht mit dabei. Und die zweite Frage, für wie wahrscheinlich ich es halte, dass das Event stattfindet. Also, wenn ich ehrlich bin, unter 10%. Weil die Halle musste schon gewechselt werden. Die ursprüngliche Halle, wo auch Glory drin veranstaltet hat, musste weich. Da ist jetzt ein Corona-Testzentrum drin. Und jetzt hat man eine wesentlich kleinere Halle in Lyon genommen, was darauf schließen lässt, dass keine Zuschauer erlaubt sind. Und ja, ich glaube, es wird den Event nicht geben, ist meine Meinung. Ja, zumal, das darf man auch nicht vergessen, einer wie Jérôme Lebanner auch immer wieder hat anklingen lassen, wenn er nochmal die ganzen Mühen einer Kampfvorbereitung auf sich nimmt, sich nochmal in Form zu bringen, zu trainieren etc., dann nur, wenn hinterher die Kasse ordnungsgemäß klingelt. Darf natürlich dann auch eine gesonderte Frage sein, wie realistisch diese Finanzierung überhaupt ist, wenn man all diese Legenden vereinen möchte, oder? Also man muss sagen, der Veranstalter Kader Marouf, der hat ja schon einige sehr große Namen, also veranstaltungstechnisch nach Frankreich geholt. Allerdings, momentan kannst du ja nichts planen und ich glaube auch nicht, dass er Zuschauer reinlassen kann. Selbst wenn er Zuschauer reinlassen dürfte und sagen wir es mal, das sind vielleicht 200, 300, die werden ihm den Event nicht finanzieren. Und in Europa ist Pay-Per-View, gibt es zwar, aber noch lange nicht den Stellenwert, wie es in den USA ist. Deswegen glaube ich nicht, dass Pay-Per-View-Verkäufe so groß sein werden, dass es sich für ihn rechnet. Und ob er wirklich die Masse an Sponsoren hat, keine Ahnung. Ich kann ich mir nicht vorstellen. Halten wir also fest. Klingt erstmal interessant, ist aber nichts für jeden Geschmack und die Umsetzung ist noch mit einem dicken, fetten Fragezeichen versehen. An dieser Stelle halten wir fest, Tobi, wir beide werden das im Auge behalten. Wenn es Neuigkeiten dazu gibt, werden wir das hier bei Strike im Spotlight natürlich dann auch noch einmal thematisieren. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich eine gute Zeit. Bleib gesund und ich denke mal, wir werden nächste Woche im Spotlight, du hattest es gerade Glory angesprochen, über einen ähnlichen spektakulären Fight sprechen, aber da wollen wir noch nicht mehr verraten. In diesem Sinne, schönen Abend, liebe Grüße. Euch auch, alles Gute, bis nächste Woche. Ciao. Strike. Das aus dem Fußball berühmt-berüchtigte Auswärtsspiel, das gibt's auch im Kampfsport. Wenn es ins Ausland geht oder in die Höhle des Löwen, ist das Gewinnen ganz besonders schwer. Never leave it to the judges ist da eines dieser Bonmots, das es zu beherzigen gilt. Der Striker der Woche hier bei Strike, der war letzte Woche im Einsatz. Wer es ist und mit welchem Ergebnis, das holen wir uns jetzt. Strike. So, und damit begrüße ich von den Stuttgart Allstars Rino Latifi. Rino, herzlich willkommen bei uns bei Strike. Hallo, schön. Danke für die Einladung auf jeden Fall.
Immer gern. Du hast uns würdig vertreten, so viel darf ich schon vorwegnehmen. Kommen wir erstmal zu den Hard Facts. Relativ kurzfristig, glaube ich, habe dann Kampf angenommen. Es ging nach Rumänien, Dynamite Fighting Show, DFS, ist dort, glaube ich, eine relativ große Nummer. Und das alleine ist ja schon erstmal ein ganz geiles Paket. Das, was dann noch so richtig aufhorchen ließ, du hast dort keine Laufkundschaft vor die Fäuste bekommen, sondern keinen geringeren als Bogdan Stoica. Jetzt fangen wir mal vorne an. Relativ kurzfristig den Fight angenommen. Wie kam es dazu? Ja, der Serdan, mein Trainer und sag ich mal Manager, der hat mir geschrieben, so in der Nacht, der so, hättest du Lust, würdest du dich trauen, gegen den Bogdan, gegen den Stoica zu kämpfen? Und ich so, ja klar, ich wusste nicht mal, ob der Bogdan oder der André. Und ich so, ja klar, auf jeden Fall, gar kein Thema. Sag mir wann. Und dann der so, ja, so Mitte, Ende März. Und da habe ich gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Der so, Alter, du weißt nicht mal welcher und du sagst schon mal zu. Und ich dachte erst Ende März, dann wären es, glaube ich, 8 Wochen gewesen oder 9. Aber dann war es ja schon, war's schon am 10. März. Dann habe ich gesagt, ja, ist gar kein Problem. Und mit Serdan an meiner Seite weiß ich auf jeden Fall, egal wer kommt, da, wir parieren denn, wir präparieren uns so, dass es auf jeden Fall richtig eine schöne Schlacht wird. Ja, und das wurde es dann auch. Standst du eh schon quasi in einer guten Vorbereitung oder war das so von 0 auf 100? Wir wissen, durch Corona ist es derzeit auch deutlich schwerer als sonst, die Form zu wahren. Warst du durchgängig im Saft oder hast du dann wirklich dich hoch von der Couch in Windeseile in Form gebracht? Also im wahrsten Sinne des Wortes hoch von der Couch, ja. Weil ich habe, das war so eine Sache, ich habe mir sowieso vorgenommen gehabt, ab Ende, also ab der letzten Dezemberwoche schon laufen zu gehen. Und dann im Januar ging es halt weiter mit dem Laufen und angefangen mit 108 Kilo im Januar. Dann haben wir gesagt, komm, auf jeden Fall schön weiter trainieren, los geht's. Auch klar war es auch bedingt wegen Corona ein bisschen blöd, wegen den Sparringspartnern und überhaupt, wie man da trainieren darf. Und da brauchen wir so ein Zertifikat, falls die schöne Polizei uns da ins Haus einläuft, dass wir sagen können, okay, wir sind Profis. Aber ja, das war echt von der Couch in den Kampf. Also erst ins Training, dann in den Kampf. Und dann gleich noch gegen Bogdan Stoica. Im Schwergewicht eine echte Hausmarke, diverse Weltmeistertitel, hat er bei Infusion gekämpft etc. War da auch ein ganz besonderes Paket an Respekt vor der Aufgabe noch dabei? Oder bist du einer, so ein Mentalitätsmonster, der sagt, du, wenn es in den Ring geht, dann gibt es nur den Gegner und mich und ganz egal, wie der heißt, dann wird geballert? Ja, da wird auf jeden Fall geballert. Ja, das, ich habe schon bei der Pressekonferenz in Rumänien einen Tag vorm Kampf dieses Pressewiegen und die Pressekonferenz, da habe ich auch ganz schön den auf Englisch sogar gesagt. Ich so, Leute, der Typ hat 2 Hände, 2 Fäuste, also 2 Fäuste, 2 Beine und 2 Knie und auch 1 Kopf. Der Typ wird genauso bluten wie ich und der kocht auch nur mit Wasser. Von dem her ist es mir sowas von egal, also wer vor mir, also vor den Fäusten kommt. Also Respekt, klar, definitiv, gehört zum Sport dazu, aber Angst oder irgendwie Nervosität war gar nicht drin. Ja, jetzt wird es halt Zeit, dass wir einfach mal drauf gucken. Gerne. Wir haben uns genau den Clip mal rausgesucht gegen Bogdan Stoica und jetzt kannst du mal so ein bisschen mit drauf gucken. Erzähl mal so ein bisschen, wie lief es im Kampf? Ja, also hier, genau. Wir hatten einen Gameplan und man sieht hier schon, sein hinteres Bein wollen wir auf jeden Fall komplett zerstören und immer diese Rechtsauslage, Linksauslage und den schön immer bearbeiten. Ja. Und ja, die hat auch sehr, seine ganzen Kicks und sonst was habe ich eigentlich sehr gut pariert. Deswegen umso mehr war ich über die Entscheidung irgendwie hier komplett überrascht, dass er 3-0 gewonnen haben soll. Und ja, viel Rechtsauslage, mit Rechtsauslage gespielt und immer schön den attackiert, wo es halt nur ging. Auch zum Körper, Kicks. Und die haben auch die Fäuste von dem haben ja auch kaum landen können. Das war ja echt, also die Distanz war echt gut. Ja, was hast du für ein Feedback während des Kampfes aus der Ecke vom Serdar bekommen? Also wie hat der das bewertet? Boah. Habt ihr nochmal was umgestellt? Wir haben ja kurz vor dem Kampf haben wir gleich gesagt, hey Rino, wir fangen gleich mit der Rechtsauslage an. Und sobald wir links vorne stehen, machen wir so eine Kombi und dass wir schön sein hinteres Bein attackieren. Und das ist genau richtig super. Hier, bam, schön hinteres Bein.
und überhaupt. Also das war, und der Seth hat gesagt, hey, das war super. Also der hat mich fast kontrolliert wie so ein Joystick. Also wie so ein PlayStation 4 Controller. Echt, der hat mich richtig super kontrolliert. Ja, es ist wunderbar, wenn ein Plan funktioniert und vor allen Dingen, wenn diese Beziehung zwischen Ecke und Kämpfer ganz besonders gut funktioniert. Am Ende stand, wir können es jetzt schon mal so ein bisschen ja auch vorwegnehmen, nach 3 Runden ein Punktsieg für Bogdan Stoica. Wenn du nochmal jetzt so auch unter dem Eindruck dieser Bilder stehend deine Leistung bewerten möchtest, wie zufrieden bist du und was hättest du vielleicht besser machen können? Also das Ding, was ich hätte besser machen können, war eigentlich nur noch mehr Fäuste, gerade in der dritten Runde. Aber erste, zweite Runde fand ich echt top. Da haben wir den schön bearbeitet. Die Sache ist die, Serdar hat auch gemeint, nach der dritten, ey, mach dich bitte auf die vierte Runde bereit, weil es wird eine Verlängerung geben. Da habe ich so geguckt, ich so, guck dir den mal an, der Typ hat keine Luft. Also da geht nichts mehr. Der wird es bis zur vierten Runde nicht mehr schaffen. Deswegen muss er diesen Sieg jetzt einholen oder gar nicht. Dann, ich habe es ja in der Anmoderation schon so ein bisschen gesagt, wenn man ein Auswärtsspiel hat, vor allen Dingen dann gegen noch so einen Lokalmatadoren in Rumänien gegen Bogdan Stoica, dann quasi sollte man sich nicht allzu sehr auf die Punktrichter verlassen. Klar, man hätte dann noch All-In gehen können, aber ich meine, der Mann hat seine Qualitäten, man darf da natürlich auch nicht zu viel riskieren. Jetzt hattest du schon gesagt, diese Definitiv. kurze Vorbereitung, vielleicht ja auch ein Thema, da hättest du vielleicht noch mal mit 2, 3 Wochen mehr noch ein bisschen mehr Cardio haben können. Auf alle Fälle, glaube ich, eine wunderbare Visitenkarte, die du dort abgegeben und hinterlegt hast. Jetzt haben wir schon kurz angesprochen, Serdar Karaca, Stuttgart Allstars. Da gibt es ja jetzt ein neues Gym, alles schon hübsch gemacht. Hast du dort schon dich vorbereiten können oder gibt es da auch für dich erst noch in diesen neuen Örtlichkeiten in Stuttgart das Debüt? Nee, ich hatte schon die Ehre, da zu trainieren mit Serdar. Und ja, was ich auch immer noch sagen muss, ist ein großes Dankeschön an den Thomas Wolf, der vom AFS, also Athletiktraining, mit mir durchgezogen hat. Sowohl Performance-Training als auch Muskelaufbau und so. Und das war ja ziemlich eine knappe Geschichte jetzt wegen dem Kampf, aber er hat da auch sein Bestes mit mir gegeben. Und aber ja, das Gym sieht richtig super aus. Und da freue ich mich auch weiterhin da, sobald diese ganzen Corona-Maßnahmen vorbei sind, dass wir da auf jeden Fall alle zusammen trainieren und schön uns da die Rübe weghauen Bist du da eigentlich auch als Trainer eingeplant oder bist du nur als Wettkampfkämpfer dort mit am Start? wollen. Nee, sowohl als auch Einspruch, also auch als Trainer, jawohl, dass ich da auch, sollte irgendwie der Fall sein, der Fall der Fälle, dass wenn Serdar irgendwie da kein Training geben kann oder halt irgendwie keine Ahnung, mal unterwegs sein muss, warum auch immer, dass ich da auf jeden Fall einspringe. Und halt auch begleitend dazu, wenn es da auch Training gibt, je nachdem, wenn zum Beispiel auch zu viele Leute sind, dass da jeder so auf jeden, dass das Auge auf jeden irgendwie drauf ist, dass jeder irgendwie seine Fortschritte macht. Und darauf freue ich mich dann echt. Wer also diesen Prachtburschen mal bei der Arbeit sehen möchte oder da ein paar Tipps und Tricks braucht, Stuttgart Allstars, die Anlaufstelle dafür. Jetzt wissen wir Corona, das ist alles so ein bisschen schwierig mit der Planung. Gibt es trotzdem schon irgendwas, was du auf dem Zettel hast, wie es jetzt kämpferisch weitergeht? Also kämpferisch war es bisher immer so eine Sache, als ich bei Serdar so gesagt schon seit den jungen Jahren schon war, war es halt immer, Serdar sagt an und ich habe mir jetzt auch gesagt, jetzt habe ich die 30 geknackt, also alterstechnisch. Das heißt, jetzt dauerhaft ein Fitnesslevel erreichen und erhalten, dass ich sage, okay, von mir aus können wir einen Kampf annehmen in 3 Wochen oder so. Hauptsache, das Ding passt. Und ja, volles Vertrauen in Serdar, aber kämpferisch für dieses Jahr. Alles spontan. Dann halten wir ein Äuglein drauf und dann nehmen wir das einfach als gute Gelegenheit, Serdar Karaca mal zu uns in die Sendung zu holen und dann mit ihm ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Meine Damen und Herren, unser Striker der Woche, Rino Latifi, mit seinem Auftritt bei DFS gegen Bogdan Stoica. Rino, wir wünschen dir fürs kommende Jahr alles, alles Gute, hoffen, dass da kurzfristig ja, und auf Zuruf kämpferisch eine ganze Menge geht. Wir werden dich da weiter sehr wohlwollend im Auge behalten und senden an dieser Stelle ganz liebe Grüße nach Stuttgart. Vielen, vielen Dank und danke für euren Content. Das ist richtig geil. Das nehmen wir gerne mit. In diesem Sinne, Rino, alles Gute. Alles Gute. Mach's gut. Ciao, ciao. Strike.
Ein fester Bestandteil bei Strike ist natürlich auch Muay Thai. Und dann ist es ganz besonders gut, wenn wir im Mutterland dieser Sportart auch noch jemanden haben mit deutscher Herkunft, der dort die deutschen Farben fröhlich vertritt. So einen Fall haben wir heute und in unserer Rubrik Ui widmen wir uns einer jungen Dame, die derzeit für das Empire Muay Thai an den Start geht. Unsere Rubrik Ui. Strike. Und damit begrüße ich hier bei Ui eine junge Dame, die derzeit in Thailand lebt. Das auch schon eine ganze Weile. Das wollen wir alles jetzt ein bisschen beleuchten. Herzlich willkommen bei uns, Malaika Hoddab. Grüß dich. Hallo. So, wo erwischen wir dich gerade? Wo in Thailand lebst du? In der Nähe von Phuket. Ja. Ist das so ein Urlaubsparadies oder ist das tatsächlich irgendwie so gar nicht, wie man sich's vorstellt, sondern einfach nur, du kennst das Gym und hast da fleißig zu tun? Urlaubsparadies, direkt am Meer, viele Strände. Da kann man es aushalten. Wollen wir dich zunächst erstmal unseren Zusehern ein bisschen besser vorstellen. Du bist Jahrgang 2001, so viel dürfen wir verraten. Kommst eigentlich aus Lahr im Schwarzwald und hast mit 15 angefangen, Kampfsport zu trainieren. Zum einen beim Christian Benz, beim Suku Thai, später dann, glaube ich, auch beim Henri Chalet im Kampfsportzentrum Offenburg. Und bis dann, vor 3,5 Jahren nach Thailand. Wie kam es dazu? Mein Vater wollte umziehen, eine Veränderung. Und dann hat sich so ergeben, dass er hier ein Angebot bekommen hat für ein Haus. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe ein Jahr mit, mache Pause mit Schule. Und dann wurde es halt mehr als ein Jahr. Okay. Und hast natürlich dann, das bietet sich an, wenn man eine Kampfsportvergangenheit schon hat, direkt mit dem Muay Thai losgelegt. Bei welchem Gym bist du da gestartet? Ich habe mit Simbi Muay Thai angefangen auf Phuket. Ich hatte dort meine ersten Kämpfe und dann war ich eine Weile gesponsert im Tiger Muay Thai und dann, als Corona gekommen ist, bin ich hergezogen nach Bangor. Jetzt bin ich im Empire. Ja, jetzt gucken wir mal noch parallel auf ein paar Bilder von dir, die dich schon in Action zeigen. 21 Kämpfe hast du inzwischen auf dem Buckel, 13 Siege hast du davon 6 durch K.O. Wie ist das als Kämpferin in Thailand? So wie man sich das vielleicht nach Genuss von auch Kampfsportfilmen vorstellt oder ist das alles wirklich einfach nur harte Arbeit mit einfach besserem Wetter? Sehr harte Arbeit, 6 bis 8 Stunden Training jeden Tag. Und es ist sehr schwer für Frauen in Thailand zu kämpfen, aber es wird immer besser. Okay, und du trägst deinen Teil dazu bei. Du warst vor kurzem im Einsatz, ich glaube Hardcore Muay Thai hieß die Serie. Wir zeigen auch jetzt mal ein paar Bilder von deinem Kampf. Erzähl mal, wer war deine Gegnerin, in welcher Gewichtsklasse bist du angetreten und wie lief der Kampf? Meine Gegnerin war vom Fairtex Muay Thai, also eine Thailänderin. Sie hat sehr viele Kämpfe, über 100 Kämpfe. Es wird dort nicht angezeigt, aber niemand in Thailand kämpft im Fernsehen, wenn man unter 100 hat. Also ich habe jetzt mit MMA-Handschuhen gekämpft zum ersten Mal. Große Veränderung mit der Deckung. Kampf lief gut. Ich habe fast nichts gemerkt mit dem Adrenalin und so. Aber dann habe ich Probleme mit dem Mundschutz bekommen. Und als der Schiedsrichter uns auseinandergenommen hat, habe ich angefangen zu würgen und wollte mich übergeben. Dann hat der Kampfrichter das abgebrochen. Das ist natürlich sehr schade, hart vorbereitet, gehe ich mal davon aus. Hier sehen wir es gerade im Bild. Da hast du so diesen Würgereflex. Gut, abhaken, nach vorne blicken. Was sind denn deine Pläne? Wie geht es jetzt weiter für dich aktuell in Thailand? Gibt es mal irgendwann so den Plan, zurückzukommen? Oder hast du dich jetzt schon so gut eingelebt, dass du sagst, dieser Schritt, der eigentlich mal auf ein Jahr begrenzt war, der wird ein endgültiger sein? Also erstmal habe ich auf jeden Fall vor, in Thailand zu bleiben. Ich habe jetzt durch den Kampf den ersten Fuß in der Tür. Es war jetzt der erste große Kampf mit Fernsehübertragung. Und dann jetzt erstmal jeden Monat in Bangkok kämpfen und dann hoffentlich bald beim Championship. Das ist so mein Ziel.
Das sind ambitionierte Geschichten, da drücken wir ganz fest die Daumen. Jetzt bist du ja nicht die einzige Deutsche in Thailand. Gibt es da eigentlich mit den anderen, die man vielleicht so kennt, mir fallen so Pascal Schroth ein, Daniel Dörrer oder Valentin Kocher-Benzing, gibt es da irgendwie einen Austausch oder ist Thailand groß genug, dass man sich da vielleicht allenfalls bei Events mal zufällig über den Weg läuft? Also mit Pascal habe ich eine Weile trainiert im Tiger Muay Thai letztes Jahr. Und mit dem Valentin durch ab und zu schreiben, aber wir haben uns noch nie selber getroffen. Ja, wäre vielleicht mal Zeit für einen Fight 24. Man kennt sich so. Genau, mit für einen Fight 24 gesponserten Muay Thai Stammtisch für deutsche Expats in Thailand. Eine schöne Geschichte. Malaika, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Wir werden deinen weiteren Weg in Thailand natürlich sehr, sehr intensiv hier bei Strike verfolgen. Wünschen dir ganz viel Erfolg für das vor dir Liegende und hoffen, dich bald mal wieder hier in der Show begrüßen zu dürfen. Danke. Bis dann. Ciao, Malaika. Ciao. Strike. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, und ich hoffe, wir haben bei Strike genau diesen richtigen Zeitpunkt jetzt erwischt. Buntes Programm, das wir heute hatten, den Tag der Legenden im K1. Wir haben mit Rino Latifi ein bisschen DFS aufgearbeitet und hatten eine Schalte nach Thailand. Mehr kann der Kassenpatient hier wirklich nicht erwarten. Damit sind wir also durch. Besten Dank fürs Zuschauen, und beschließen möchten wir auch diese Ausgabe von Strike mit einem Memo an mich. Strike. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo mich der Kleine abholt. Ja. Das kam mal 5 Meter groß, ja, und sagt, also mein Mei, laufen. Ich will also laufen. Ja, und um 4.30 Uhr holt er dich halt ab. Ja. Dann geht man runter ins Studio und dann läuft man zusammen 10 Kilometer. Dann kommt dieser kleine Junge wieder an, duscht sich, zieht seine Schuluniform an und ab in die Schule. Das ist mal Spaß. Strike.